Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. Gerd holt jetzt gerade wieder ein Dino zu uns. Ist schon fast da. User left your channel. Da ist einer weg. Von welcher Seite kommst du? Ich sehe dich. Vulkan. Your channel was edited. Oh, wenn ich gleich den Stego aus Versehen treffe. La la la. Der mag dich. Der mag mich. Ja, du greifst ihn halt an. Ja. Oh fuck, hier darf ich ja gar nicht herlaufen. Das Blöde ist halt, wenn ich, oh fuck. Ah, sehr gut. Oh fuck, das warst du. Nee. Echt? Okay. Was? You are starving. Oh lol. Gut, dass du da so gut drauf geachtet hast. Oh Mann, ey. Stego stirbt gleich. Er blutet ja noch nicht mal. Oh, er blutet. Sollen wir den sterben lassen? Wenn es nicht anders geht. Also was hätten wir großartig dagegen jetzt tun können? Den angreifen. Den Agentavis. Ja. Du, nee. Wie lange will der denn noch im... Hab nicht mehr so viel Leben. Ich hab wieder fast volles Leben. Oh fuck. Dann nimm den Veterano dann zwischendurch. Wo steht denn der? Vorm Da. Haus. Oh lol. Ich renne. Bist der Ich bin Agentavis? beim Dings. Ah, Beim. da. So ist gut. Oh fuck. Ey, wie? Was ist mit dem? Jetzt ist er gleich. Ach, der ist weg. Oh, ich hoffe, der fällt jetzt nicht runter. Ich habe ihn vielleicht noch mal getroffen. Den nicht mehr, weil ich genau in die Sonne guck. Er geht auf mich. So? Nee, lol. Alter. Mann. Oder geht. Naja, geht da doch nicht. Oh, lol. Das war ich. Ja. Aber ich habe nicht mehr so viel Leben. Oh, fuck. Sag mal, wenn er nicht mehr so nah hinter mir ist. Jetzt. Oh.
Fliegt er wieder weg? Ja. Geh mal da ein bisschen weg. Nee. Von da unten brauchst du es gar nicht. Also da triffst du ihn nicht. Jetzt kommt er wieder runter. Oh. Oh, war der schon? Scheiße. Wie viel Bonuslevel hat er noch? Das siehst du erst, wenn du irgendwas fütterst. Hast du ihn nochmal abgeschossen? Ja, ich dachte, der macht einen Sturzflug auf mich. Fuck. Du Noob. Egal. Also, ich habe jetzt auch keinen Bock, den nochmal wieder aufstehen zu lassen. Kacke, ey. Hast du es nicht gesehen, dass der nicht mehr seine Flügel bewegt? Vielleicht war der ja noch nicht unconscious. Oh, fuck, ey. Ich bin Noob. Achso, erstmal, wenn das erste Mal frisst. Ja. Oh Mann. Das dauert ja ein bisschen. Scheiß Agatavis, ich hau dich kaputt. Oh, für den nächsten Agatavis können wir uns aber echt Trank Darts machen, ey. Das haben wir übel, aber es macht auch Spaß irgendwie. Ich hab noch 8. Ja, theoretisch, glaube ich, braucht der gar keins. Ach so. Ja, dann. Ach ja. Bin ich ja mal gespannt. Okay, ich muss halt immer die Grafik runterstellen, wenn ich Eier suchen will. Ich habe jetzt eins ohne niedrige Grafik gefunden. Nice. Jo, das ist das Doofe, weil da der ganze Boden liegt ist. Puh. Was ist denn der Vertrike für ein Level? Nee. Da ist noch ein Female Stego. Ich bin auch gerade voll gespannt, ey. Kacke. Oder zählt das erst, nachdem man das erste... Ich weiß es nicht. ...reingelegt hat? Oh. Wie viel Food muss der verlieren? 90? Ich glaube 80, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Oh. Komm schon! Komm schon, Agentavis! Ah, oh. Ich glaube, der hat noch alle. Oh. Alter Schwede. 55 Bonuslevel. Easy. Easy. So mit Kibbel geht das auch nicht wirklich runter. Also, der wird auch so 54, 53 kriegen. So, ich werde uns jetzt mal eine Dingens Rifle machen. Und Trank Arrows. Für den nächsten stärkeren Dino, den wir... Level 65, okay, ich kann auch keine Trank Arrows. Naja. Trank Darts, naja, okay. Dann können wir die noch nicht. So, ich guck mal, vielleicht bin ich jetzt ein Megalozeros und kein Agentavis. Was willst du denn... Ach so. Ja.
Crank. Was gibt's denn noch alles? Es gibt nur Trank Arrows und Trank Darts, ja. Ja. Du kannst jetzt übrigens mal gucken, ich weiß gar nicht, welches Level ist in der Chemistry Table. Level 85 oder so. Lol. Okay. Bei dem kriegst du anscheinend mehr Narkotik für. Also du hast mehr Plätze und du kriegst irgendwie auch mehr raus, irgend sowas. Okay, ja, ich mein 80 oder 85 habe ich mal irgendwo gesehen. Oder 90 sogar. Ne, 90 nicht. 90 ist nur die Minigun. Also Level ist es 85. Hast du jetzt gesagt oder gefragt? Gefunden gerade. Achso, okay. Ich könnte schon Flakhelm bauen. Was? Oh. Der sieht ja kacke aus. Flak. Dagens. Ich glaube, wir könnten schon eine ganze Ausrüstung für Ding machen mit dem ganzen Metall, das du da gefarmt hast. Aber dafür braucht man gar nicht so viel. Und die ist halt richtig tanky. Der war nicht. Ist die nicht auch ein bisschen schwerer? Oder ist das nur die Pelzrüstung, die das Gewicht hat? Gewicht steht noch nicht dran. Ich kann ja mal hier aus Spaß Chestpiece machen. Hm? Okay, das kostet. Ja gut, das kostet auch nicht so viel. Das kostet nur 13. Ja gut, Metall ist ja eigentlich auch teures Material. Und das sind auch halt auch nur primitive. Ne, wiegt nur 0,5. Okay. Ja, easy. Ich mach mir jetzt eine Flakrüstung. Wie viel Armor hat die denn? Also der Chestplate hat 100. Lol, meine Ketin-Chestplate hat mehr. Ja, die ist ja auch Journeyman oder so. Apprentice. So, ich habe jetzt insgesamt 351,161987 Armor. Ich hab 422,510001. Sehr gut. Ich habe mir jetzt erstmal zwei Flak-Dinger gemacht. Damit sollte man ja schon übelst länger überleben. Naja. Und den Rest packe ich hier mal ins Ausrüstungsding. Komisch ist, früher auf dem anderen Server habe ich nie darauf geachtet, dass ich gute Ausrüstung habe. Ja, gut, hier machen die Dinos nochmal so viel Schaden. Ja. Ich werde mal trotzdem ein paar Narcotics füttern und dann mit dem Frosch losgehen. Also wie gesagt, eigentlich sollte es nicht notwendig sein. Die ja. Brauchen null mit Kibble. Du weißt ja, wie das ist. Man hat immer Angst. Ich sag nur T-Rex Level 120. Wenn du den einen meinst, meinen ersten war der nicht Level 120, aber das war auch im Aspium. Sonst weiß ich nicht, was du meinst. Den, wo du eigentlich auch null Kibble gebraucht, null Narcotics gebraucht hättest und dann der irgendwie bei zwei Topor war und du dem dann doch ein Narcotic gegeben hast. Ach so, das, ja. So, was soll ich bei dem Frosch skillen? Leben. Ja, besser ist das, ne? So. Aber für die Folge war es das. Wir kämpfen. Wir zählen uns jetzt einen zweiten Argentavis. Ich gebe den Frosch los, sammle Chitin, damit wir die Chitin-Rüstung noch reparieren können. Obwohl wir eigentlich jetzt Flak-Rüstung haben. Aber vielleicht nehmen wir so einen kleinen Mix dazwischen, weil ich glaube, Chitin ist einem immer recht kalt und Flak warm oder so, ne? Eigentlich. Da könnte man sich einen Mix zusammenstellen. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark. Ciao.